Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Videoanleitung von mir und heute möchte ich mit euch ganz gerne entweder ein Shirt oder eine Tunika häkeln, je nachdem. Ich weiß selber noch nicht genau, was es aus diesem Bobble wird, entweder ein Kleid oder eine Tunika, ein Shirt. Ihr habt es jetzt auf den Fotos gesehen, was es geworden ist, denn man kann aus dieser Anleitung beides machen, je nachdem, wie lang man es häkelt und wie viel Garn man hat. Ich verwende hier für die Größe 36-38 einen 800 Meter langen vierfädigen Bobble und zwar aus meiner eigenen Wicklung den Eiskristall. Und wie gesagt, bei Größe 36, 38 und 800 Meter Lauflänge habt ihr ja jetzt auf dem Foto gesehen, wie lang es geworden ist. Wie gesagt, ich weiß es ja noch gar nicht. Ich muss es ja erstmal häkeln. Und ich lasse mich überraschen, ob es ein Kleid oder eine Tunika wird. Man kann es auf jede Größe anpassen. Und ich zeige euch in diesem Video, worauf ihr dabei achten müsst, wenn ihr das für andere Größen häkeln möchtet. Verwenden werde ich zusätzlich die Häkelnadel der Stärke 4,0. Später braucht ihr noch eine Wollnadel und eine Schere. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal etwas unklar sein sollte, wenn ihr Fragen zu einer Anleitung habt und nicht weiterkommt, dann könnt ihr diese in meiner Facebook-Gruppe stellen. Dort helfen wir uns alle gegenseitig und diesen Link findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video, genauso auch, wo es diesen Bobble zu kaufen gibt und viele weitere mehr aus meiner eigenen Entwicklung oder auch von anderen Herstellern, findet ihr in meinem Online-Shop auch diesen Link in der Infobox unter diesem Video. Und jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. So, zu Beginn nehmen wir eine Masche auf die Nadel auf und beginnen gleich eine Luftmaschenkette zu häkeln. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass die Anzahl der Luftmaschen unbedingt teilbar sein muss durch 12 in diesem Fall. Und wir häkeln diese Tunika oder dieses Kleid von oben nach unten in der RVO-Technik. Das heißt also, dass wir später nichts zusammennähen müssen, nicht mehrere Einzelteile haben. Und ihr solltet auch für euch entscheiden, wie weit soll euer Ausschnitt sein. Genau davon ist es abhängig, wie viele Luftmaschen ihr für den Anfang häkelt. Ich für meinen Teil werde 96 Luftmaschen gleich häkeln. Aber das heißt nicht, dass das für euch automatisch auch so ist. Deshalb möchte ich euch bitten, eine Luftmaschenkette zu häkeln, die teilbar ist durch 12. Und dann häkelt ihr eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Ich mache euch das mal vor. Und geht am besten vor den Spiegel und schaut euch an, ob diese Luftmaschenkette für euch ausreichend ist oder ob ihr einen Halsausschnitt haben möchtet, der ein bisschen enger anliegt oder der ein bisschen weiter anliegt, je nachdem. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich zeige euch das mal als Beispiel. Wenn ihr dann eure Anzahl zum Testen erstmal fertig habt, merkt euch die Zahl. Und dann stecht ihr in die erste Masche am Anfang ein und häkelt eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Und dann hättet ihr hier eben den Halsausschnitt, den ihr euch über den Kopf stülpen könnt und dann vor dem Spiegel erstmal austesten könnt, ob das für euch schon ausreicht oder ob ihr den weiter oder enger haben möchtet. Und dementsprechend müsstet ihr dann weitere 12 Maschen zunehmen oder abnehmen. Je nachdem. Und zu beachten ist auch, dass der Halsausschnitt auf der Vorder- und Rückseite gleichermaßen ausfällt. Das heißt also, dass das Shirt vorne nicht tiefer sitzt als auf der Rückseite, sondern beides ist gleich. Und ich häkel jetzt erstmal meine weiteren Luftmaschen, die ich für meine 96 Luftmaschen benötige, schließe das Ganze dann zur Kettmasche und genau dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier meine 96 Luftmaschen gehäkelt und muss jetzt die Luftmaschenkette glatt streichen und darauf achten, dass die Luftmaschen nicht in sich verdreht sind, so wie hier. Dann muss ich es wieder gerade drehen. Also ganz unbedingt darauf achten, wenn die so in sich verdreht ist, gerade drehen und dann weiter gehen, bis ihr am Kettenanfang seid, weil die Kette, dadurch, dass wir sie jetzt zur Runde schließen, sollte auf gar keinen Fall in sich verdreht sein,
Sonst müssen wir irgendwann die Arbeit wieder aufmachen und haben die ganze Arbeit, die wir bis dato gemacht haben, umsonst gemacht, weil das ja in sich dann verdreht ist. Und wir das dann ja nicht mehr aufbekommen, weil wir es zur Runde geschlossen haben. So, ich bin jetzt hier am Anfang angekommen und lege jetzt diesen Anfangsfaden, der zur linken Seite zeigt, so hin, dass er zur rechten, also zu meinem rechten Daumen zeigt. So in diese Richtung. Steche in die erste Masche ein und schließe mit einer Kettmasche das Ganze zur Runde. So, und jetzt wird Runde 1 begonnen. Wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Überspringen hier unten 2 Maschen. 1, 2. Stechen in die dritte und häkeln eine feste Masche. Dann häkeln wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier unten wieder 2 Maschen abzählen. Und in die dritte einstechen und eine feste Masche häkeln. Falls ich eben gesagt hatte, Kettenmasche hier, ist auch eine feste Masche. Weiß es jetzt gerade nicht. Und dann wieder 3 Luftmaschen. Hier unten 2 Maschen überspringen. 1, 2. Und in die dritte einstechen und eine feste Masche häkeln. Dann wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Maschen überspringen, in die dritte einstechen und eine feste Masche häkeln. Und genau das machen wir jetzt die ganze Runde lang. Also im Endeffekt ist es hier unten immer so, dass immer 2 Maschen hier unten übersprungen werden und in die dritte eingestochen und eine feste Masche gehäkelt wird. Und bei den Luftmaschen ist es so, es wechselt immer mal, also zuerst 3, dann 5, dann 3, dann 5 und immer so weiter. Und das häkle ich jetzt die ganze Runde lang und wenn ich hier wieder am Anfang angekommen bin, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt für diese Runde die letzten 5 Luftmaschen gehäkelt, bin wieder am Anfang angekommen und steche dort ein, wo ich ganz am Anfang, um die Runde zu schließen, ja schon die Kettmasche gehäkelt habe und häkle nochmal eine Kettmasche an die gleiche Stelle, um die Runde auch hier zu schließen. Dann gehe ich hier in den ersten 3er Luftmaschenbogen, gehe mit der Nadel da durch und häkle eine Kettmasche. Und jetzt bin ich hier drin in diesem Luftmaschenbogen. Ich häkle zu Beginn 3 Luftmaschen, die sind Ersatz für das erste Stäbchen. Und jetzt werden hier in diesen ersten kleinen Luftmaschenbogen 4 Stäbchen hintereinander gehäkelt, aber nur zur Hälfte, damit wir sie am Ende zusammen abmaschen können. Ich zeige euch das Schritt für Schritt. Also, das erste Stäbchen wird nur zur Hälfte abgemascht. Das zweite Stäbchen wird auch zur Hälfte abgemascht. Das dritte zur Hälfte abgemascht und das vierte zur Hälfte abgemascht. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Schlaufen auf der Nadel, die alle zeitgleich dann in einem Rutsch abgemascht werden. Danach häkeln wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, gehen hier in diesen 5er Luftmaschenbogen der Vorrunde und häkeln eine feste Masche. Dann wieder 3 Luftmaschen. Jetzt gehen wir in den nächsten 3er Luftmaschenbogen. Und jetzt machen wir das Ganze mit 5 Stäbchen, weil wir hatten ja hier am Anfang diese 3 Steigeluftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Jetzt häkeln wir insgesamt 5 Stäbchen, die wir alle erstmal nur zur Hälfte abmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann werden sie alle zusammen auf einmal abgemascht. Dann wieder 3 Luftmaschen, in den 5er Luftmaschenbogen gehen und eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. Und dann wieder in diesen 3er Luftmaschenbogen gehen und 5
Stäbchen zusammen abmaschen, heißt das in der Häkelsprache. 1, 2, 3, 4 und 5 und dann alle zusammen abmaschen. Dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, in den 5er Luftmaschenbogen der Vorrunde gehen und eine feste Masche häkeln. Und genau das häkeln wir jetzt die ganze Runde immer im Wechsel. Und wenn wir dann am Anfang der Runde wieder angekommen sind, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier am Ende der Runde bzw. am Anfang der Runde angekommen, habe meine letzten 3 Luftmaschen gehäkelt und dann gehe ich zu der obersten Luftmasche, die ich am Anfang bei diesen 3 Luftmaschen gehäkelt habe. Steche oben ein und häkel eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Runde 3 beginnt mit 2 Luftmaschen und dann gehen wir hier in diesen nächsten 3er Luftmaschenbogen. Das heißt, wir überspringen diese Popcornmasche, so heißt das, gehen hier durch und häkeln eine feste Masche. Dann 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Wir überspringen die feste Masche, gehen in den nächsten Luftmaschenbogen und häkeln dort eine feste Masche. Dann 2 Luftmaschen. Wir überspringen die Popcornmasche, gehen in den nächsten Luftmaschenbogen und häkeln eine feste Masche. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Die feste Masche überspringen und in den Bogen eine feste Masche. 2 Luftmaschen, die Popcornmasche überspringen und in den Bogen eine feste Masche. Und das häkeln wir jetzt im Wechsel die ganze Runde lang, Runde 3. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und nachdem ihr dann die letzte feste Masche in den letzten Luftmaschenbogen gehäkelt habt und wieder am Anfang angekommen seid, häkelt ihr in diesen 2er Luftmaschenbogen einfach eine Kettmasche herein oder hinein. Und dann startet auch schon Runde 4 mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und dann beginnt es wieder von vorne, dass wir hier in diese 2er Luftmaschen, in diesen ersten 2er Luftmaschenbogen erstmal 4 zur Hälfte abgemaschte Stäbchen häkeln, die dann alle zusammen abgemascht werden, also eine Popcornmasche. Und dann geht es wieder mit 1, 2, 3 Luftmaschen zum nächsten Bogen, zu dem 5er-Bogen und dort häkeln wir eine feste Masche. Dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und hier in diesen 2er Luftmaschenbogen wird im Endeffekt das wiederholt, was wir bereits in Runde 2 gehäkelt haben mit den 5 zusammen abgemaschten Stäbchen. 3, 4, 5 und dann alle zusammen abmaschen. 1, 2, 3 Luftmaschen. Zu dem 5er Luftmaschenbogen der Vorrunde gehen und eine feste Masche hineinhäkeln. 1, 2, 3 Luftmaschen und dann geht es wieder los mit der Popcornmasche und so weiter und das die komplette Runde lang. So, ich habe in der Zwischenzeit auch schon Runde 3 beendet mit der Kettmasche. Im Endeffekt so, wie ich es euch hier in Runde 2 erklärt habe. Also Runde 4 entsprechend beendet und Runde 5 ist im Endeffekt, warte mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Trudeln mit der Rundenzahl. Nee, das ist dann jetzt Runde 5, genau. Ich bin etwas tüdlich mit den Zahlen gerade. Also Runde 5 wird genauso gehäkelt, wie es in Runde 3 gemacht wurde. Also wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen
Und dann gehen wir hier in den nächsten Luftmaschenbogen hinein und häkeln eine feste Masche und dann wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In den nächsten Luftmaschenbogen gehen und eine feste Masche. Dann wieder 2 über die Popcornmasche hinweg in die nächste Luftmasche und eine feste Masche häkeln. Und genau das ziehen wir jetzt die ganze Runde durch und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, Reihe 5 wird dann genauso beendet wie auch Reihe 3, indem wir hier in den Zweier Luftmaschenbogen dann eine Kettmasche häkeln nach der letzten festen Masche über der Popcornmasche. Und Reihe 6, da kommt jetzt eine Neuerung hinzu, weil wir jetzt die erste Zunahme auch häkeln. Das heißt also, wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln auch die erste Popcornmasche wie gehabt, also mit 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. 3, 4 und dann alle zusammen abmaschen. Dann 3 Luftmaschen und dann gehen wir hier in diesen ersten Luftmaschenbogen häkeln 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt die Zunahme. Häkeln in den gleichen Luftmaschenbogen nochmal eine feste Masche. Und dann 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir gehen zu dem nächsten Zweierbogen, der hier kommt. Und häkeln dort wieder eine Popcornmasche aus 5 Stäbchen. Also 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 3, 4, 5, danach 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir gehen zum Luftmaschenbogen, häkeln eine feste Masche, danach 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In den gleichen Luftmaschenbogen nochmal eine feste Masche. Dann 1, 2, 3 Luftmaschen und dann hier in den nächsten Zweier Luftmaschenbogen wieder eine Popcornmasche bestehend aus 5 zusammen abgemaschten Stäbchen. 2, 3, 4, 5. Dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, zum nächsten Luftmaschenbogen gehen, eine feste Masche. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen in den Bogen gehen und nochmal eine feste Masche. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und dann geht es hier mit der Popcornmasche weiter. Und in diesem Rhythmus häkeln wir jetzt einmal ringsherum. Und haben somit die erste Zunahme auch gehäkelt und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt am Ende bzw. wieder am Anfang von Runde 6 und steche hier oben ein und beende das Ganze mit einer Kettmasche. Runde 7 beginnen wir wieder mit 2 Luftmaschen und gehen hier in den nächsten Bogen und häkeln eine feste Masche. Und jetzt haben wir ja hier die Zunahme, das heißt also dieser 5er Luftmaschenbogen, den wir vorher noch nicht hatten. Und wir häkeln jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, gehen hier in den nächsten, in den großen Luftmaschenbogen, häkeln eine feste Masche, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, gehen in den kleinen Luftmaschenbogen und häkeln eine feste Masche und dann 2 Luftmaschen über die Popcornmasche rüber und eine feste Masche. Und dann geht das wieder von vorne los. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen in den großen Bogen, eine feste Masche und 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Und in den kleinen Bogen eine feste Masche, 1, 2,
Luftmaschen über die Popcornmasche rüber. Und so geht das die ganze Runde herum. So, und wenn ihr dann wieder am Anfang angekommen seid, nach der letzten festen Masche, geht ihr hier in den Zweierluftmaschenbogen, in diese Lücke, und häkelt auch hier wieder eine Kettmasche. Und startet die nächste Runde mit 3 Steigeluftmaschen und einer Popcornmasche aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen und dann geht ihr hier in den ersten Luftmaschenbogen mit einer festen Masche. Dann 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr geht in den nächsten Luftmaschenbogen, häkelt eine feste Masche und dann 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann zu diesem Zweier gehen und wieder eine Popcornmasche aus 5 zusammen abgemaschten Stäbchen häkeln. 3, 4, 5, dann 1, 2, 3 Luftmaschen. In den nächsten Bogen eine feste Masche und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. In den nächsten Bogen gehen. Und eine feste Masche häkeln und dann 1, 2, 3 Luftmaschen und dann geht's wieder mit der Popcornmasche. 2, 3, 4, 5 und dann geht das die ganze Runde so weiter. Die Runden 7 und 8, wie ich sie euch jetzt eben erklärt habe, wiederholen sich so lange, bis die nächste Zunahmerunde ansteht. Und bis das soweit ist, häkele ich jetzt erstmal weiter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe mich jetzt bis einschließlich Runde 14 vorgearbeitet und beginne jetzt die Runde 15 und dort findet die nächste Zunahmerunde statt. Ich beginne wieder mit 2 Luftmaschen und überspringe die Popcornmasche, gehe in den Luftmaschenbogen und häkel eine feste Masche. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, gehe in den nächsten Luftmaschenbogen und häkel eine feste Masche. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und in dem gleichen Luftmaschenbogen hier bleiben wir und häkeln nochmal eine feste Masche. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Wir gehen in den nächsten, in den kleineren Luftmaschenbogen und häkeln eine feste Masche. Und somit haben wir die nächste Zunahme gehäkelt, nämlich diese zusätzlichen 5 Luftmaschen. Danach 2 Luftmaschen. Wir überspringen die Popcornmasche, häkeln im nächsten Luftmaschenbogen eine feste Masche und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. In den nächsten Bogen gehen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen im gleichen Luftmaschenbogen. Nochmal eine feste Masche häkeln, dadurch häkeln wir ja die Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und in den kleinen Luftmaschenbogen gehen. Eine feste Masche und dann wie immer 2 Luftmaschen, um die Popcornmasche zu überspringen. Und das die ganze Runde 15 so weiter. So, und wie immer nach dieser Runde, nach der letzten festen Masche, gehen wir in diesen ersten Zweierluftmaschenbogen und häkeln eine Kettmasche und beginnen die nächste Runde, also Runde 16, wieder mit 3 Steigeluftmaschen und machen eine Popcornmasche aus 4 abgemaschten Stäbchen. 2, 3,
4 und dann wie immer 3 Luftmaschen danach. Dann gehen wir in den ersten Luftmaschenbogen und häkeln eine feste Masche und danach 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, in den nächsten Bogen eine feste Masche, dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, in den nächsten Bogen gehen und eine feste Masche und dann 1, 2, 3 und dann sind wir hier schon wieder bei der Popcornmasche aus 5 abgemaschten Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und alle zusammen abmaschen und dann wie immer 3 Luftmaschen danach und in den nächsten Luftmaschenbogen eine feste Masche und dann immer wieder 2 5er Luftmaschenbögen, dann kommt ein Dreier und dann kommen hier also 3 Luftmaschen hintereinander weg und dann kommt wieder die Popcornmasche, 3 Luftmaschen und so weiter, die ganze Runde lang. Und das war jetzt die nächste Zunahmerunde und im Endeffekt häkeln wir jetzt genauso weiter die nächsten Runden, bis die nächste Zunahmerunde kommt oder aber wir wahlweise vielleicht sogar schon die Armausschnitte häkeln können. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich muss jetzt erstmal vorweg häkeln und dann kann ich euch gleich Näheres dazu sagen. So, da bin ich wieder und zwar mit im Beginn mit Runde 24 und hier mache ich nochmal eine Zunahmerunde, weil ich festgestellt habe, das reicht noch nicht aus, um die Armausschnitte zu häkeln und auch für weitere Größen müsste es dann ja auch noch eine Zunahmerunde sowieso geben und wir starten hier wieder mit 3 Steigeluftmaschen und der ersten Popcornmasche, die aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen besteht. 3, 4, danach 3 Luftmaschen, wie immer, in dieser Reihe oder in dieser Runde mit Popcornmaschen und eine feste Masche in den ersten Bogen. Dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, gehen in den nächsten Bogen mit einer festen Masche, häkeln 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und gehen in den gleichen Luftmaschenbogen und häkeln auch nochmal eine feste Masche. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, gehen in den nächsten mit einer festen Masche. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, 3 Luftmaschen danach, musste etwas abgleichen gerade, ob das symmetrisch ist und gehen dann in den Zweier der Vorrunde und häkeln die erste Popcornmasche aus 5 Stäbchen. 2, 3, 4, 5 zusammen abmaschen und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen in den nächsten Luftmaschenbogen gehen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen in den nächsten Luftmaschenbogen gehen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und in den gleichen Luftmaschenbogen gehen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen in den nächsten und eine feste Masche. 1, 2, 3 Luftmaschen und dann sind wir schon wieder bei der Popcornmasche angelangt. 3, 4, 5 zusammen abmaschen und ich zeige euch das jetzt mal. Jetzt haben wir hier einen weiteren Luftmaschenbogen, der hier so schmal ist, haben wir dazu gehäkelt und haben dadurch die nächste Zunahme gemacht. Und das häkeln wir jetzt die komplette Runde weiter und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, und in Runde 25 beginnen wir wieder mit 2 Luftmaschen, gehen über die Popcornmasche rüber und häkeln im nächsten Luftmaschenbogen eine feste Masche
und dann immer 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 in den nächsten Bogen gehen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen in den nächsten Bogen, eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und in den nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und dann 1, 2 Luftmaschen, wir überspringen die Popcornmasche, gehen in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und dann immer hier zwischen, immer mit 5 Luftmaschenschritten und einer festen Masche in den Bogen hinein und beim Überspringen der Popcornmasche immer 2 Luftmaschen. Also so wie bislang auch, nur dass wir jetzt hier immer einen Luftmaschenbogen mehr haben in den Zwischenräumen und Runde für Runde häkeln wir jetzt genauso weiter. Erstmal weiterhin ohne Zunahmen und dann zeige ich euch an entsprechender Stelle, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier an diesem Teil angekommen, wo ich die Armausschnitte häkle. Und zwar ist das bei mir nach Runde 26. Nach Runde 26. Ihr müsstet bei euch allerdings schauen, ob das bei euch auch so hinkommt von der Größe. Denn jede Frau ist ja anders und bei unterschiedlichen Konfektionsgrößen ist das ja sowieso dann unterschiedlich, wie lang das Ganze hier werden muss, vom Halsausschnitt her über die Ärmel, bis auch ihr die Armausschnitte richtig häkeln könnt. Und deshalb möchte ich euch bitten, das Ganze mit 2 Sicherheitsnadeln vor dem Spiegel abzustecken. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass es bei euch nachher nicht passt und ihr häkelt das nachher genauso, wie ich es hier mache und dann sitzt es nicht richtig und das wäre echt schade drum. Also erstmal vor dem Spiegel überstülpen und dann mit Sicherheitsnadeln das Ganze abstecken. Oder ihr könnt auch Maschenmarkierer zur Not nehmen. Und zwar müsstet ihr das auch gleichmäßig abzählen. Ich habe mich hier an diese Noppenlinien, an diese Popcornmaschenlinien gehalten, dass immer, dass die Sicherheitsnadel vorne durch eine dieser Linien geht und auf der Rückseite auch durch eine dieser Linien. Also dass genau dort immer Vorderseite und Rückseite durch eine Popcornlinienmasche oder Popcorn-Maschenlinie, so rum ist das, dass dort dann der Armausschnitt stattfindet. Und dass das eben auch auf beiden Seiten gleichmäßig ist, das heißt, dass ihr auf beiden Seiten, an beiden Ärmeln gleich viele Popcorn-Maschenlinien habt. Also ich habe hier bei Nummer 1 hier beginnt das, 1, 2, die dritte Linie. Und hier auf der Rückseite ist die vierte Linie und dort ist es durchgestochen. Also umfasst mein Ärmel auf beiden Seiten von Beginn bis einschließlich Ende 4 Linien. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ihr kommt mit und versteht das auch, dass ihr das bei euch genauso anwendet. Ihr müsstet gucken, ob das bei euch auch 4 Linien sind oder ob ihr mehr braucht oder weniger. Deshalb kann es passieren, dass ihr natürlich auch weiter runter häkeln müsst noch. Ne? Also wenn das für euch hier zu eng ist nachher, ihr seid vielleicht aber schon weit runter, könnte theoretisch, aber es ist vielleicht noch zu eng, dann müsstet ihr noch ein paar Runden häkeln. Ich habe es hier das so gemacht, dass alle 9 Runden eine Zunahmerunde gehäkelt wird, wo ich dann immer hier in der Mitte die Zunahme, das möchte ich euch an dieser Stelle auch noch erklären, wenn ihr weitere Zunahmerunden machen müsst. Und ihr wisst ja, die Zunahme geschieht dann immer mit einer festen Masche und in dem gleichen Bogen 5 Luftmaschen und nochmal eine feste Masche. Das heißt, sonst gehen wir ja immer gleich nach den 5 Luftmaschen weiter in den nächsten. Aber die Zunahme, wenn ihr Zunahmen häkelt, immer eine feste Masche, 5 Luftmaschen und eine feste Masche in einen dieser Bögen. Aber über diese Art und Weise häkelt ihr bei diesem Muster die Zunahmen. Wie ihr seht, sonst sind wir ja immer, wie ich ja sagte, 5 Luftmaschen und dann immer gleich weiter in den nächsten Bogen mit einer festen Masche. Und es kann sein, dass ihr diesen Rhythmus
Rhythmus von alle 9 Runden eine Zunahmerunde, dass das bei euch nicht hinkommt, dass ihr da vielleicht, wenn ihr für eine größere Größe häkelt, dass der Abstand vielleicht ein bisschen kürzer sein muss, damit ihr nicht so lange Ärmel habt. Darauf kommt es vielleicht dann auch an, dass ihr schauen müsst, dass ihr vielleicht alle 5 Runden dann eine Zunahmerunde macht. Aber prinzipiell in diesem Rhythmus habe ich das so gehandhabt, dass ich die Zunahmerunden dann mache. Und jetzt erkläre ich euch, wie exakt ihr die Armausschnitte häkelt. Wichtig ist, dass die Armausschnitte dann gehäkelt werden, wenn ihr eine Runde mit Popcornmaschen fertig habt. Also nicht während ihr die Runde macht mit Popcornmaschen, sondern in der danach folgenden Runde. Da findet das statt. Die Armausschnitte. Und genau das zeige ich euch jetzt. Also ich bin hier am runden Anfang des ersten Armausschnitts. Und im Normalfall sind wir hier jetzt in der Runde, wo wir 2 Luftmaschen häkeln bzw. damit beginnen und hier direkt in dem nächsten Bogen dann die feste Masche häkeln. So ähnlich wird das auch mit dem Armausschnitt geschehen, aber ein bisschen anders. Also wir beginnen mit 2 Luftmaschen, häkeln jetzt aber nicht hier direkt nebendran, neben der Popcornmasche die feste Masche, sondern wir überspringen das Ganze und gehen zu der nächsten Popcornmasche, die wir hier mit der Sicherheitsnadel markiert haben. Und häkeln neben dieser Popcornmasche dann die feste Masche. Und so einfach ist das. Somit haben wir schon den Armausschnitt fertig gehäkelt. Die Sicherheitsnadel oder wahlweise Maschenmarkierer kann dann entfernt werden. Und somit ist der Armausschnitt hier fertig an dieser Stelle. Und dann wird ganz normal weiter gehäkelt in dem regulären Muster mit 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Dann in den nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Daneben eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine feste Masche in den nächsten Bogen. 2 Luftmaschen und die Popcornmasche überspringen. Daneben eine feste Masche und so weiter. Ich mache jetzt hier mal an dieser Stelle die Sicherheitsnadel raus, damit ihr euch das nochmal angucken könnt. Und hier ist der fertige Armausschnitt. Und wie das hier an dieser Stelle dann in der nächsten Runde weitergeht, das zeige ich euch gleich. So, ich bin jetzt hier am Ende der Runde angekommen, wo hier der erste Armausschnitt begonnen hat. Und im Normalfall ist es ja so, dass wir immer dann die Runde beendet haben mit einer Kettmasche in diesen 2er Luftmaschenraum über der Popcornmasche. Wir haben hier zwar den 2er Luftmaschenraum, aber keine Popcornmasche. Nichtsdestotrotz gehe ich hier drunter in diesen Armausschnitt quasi, um die Runde zu beenden und häkel trotzdem meine Kettmasche um diesen 2er Luftmaschenbogen und starte mit 1, 2, 3 Steigeluftmaschen. Jetzt ist es so, dass wir ja jetzt in die Länge gehen. Die Maschen, die wir hier häkeln, also die Häkeln, die wir hier haben, für den Armausschnitt, die werden nicht mehr weiter behäkelt. Die lassen wir jetzt in jeder Runde auf beiden Seiten aus. Da wird nichts mehr weiter dran gemacht. Wir gehen jetzt nur noch in die Länge für den Körper. Und für diese Länge häkel ich bei diesen Popcornmaschen jetzt nicht mehr mit 5 Stäbchen, sondern in der Länge nur noch mit 3 Stäbchen. Dass das Muster auch so ein kleines bisschen abgeändert ist und dadurch, dass wir hier ja jetzt die ersten 3 Luftmaschen für das Ersatzstäbchen haben, häkel ich jetzt hier nur noch 2 abgemaschte oder zur Hälfte abgemaschte Stäbchen für die Popcornmasche. Und masche diese zusammen ab. Und dann wieder wie gewohnt 1, 2, 3 Luftmaschen
dann in den nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. In den nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. In den nächsten Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche. Und 1, 2, 3 Luftmaschen. Und jetzt sind wir hier an diesem Punkt, wo es wieder um die Popcornmasche geht. Und dieses Mal aus 3 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und so weiter. Ihr könnt, wenn ihr so eine Art Trompetenfigur für das Kleid haben möchtet, also dass das nach unten hin Stück für Stück weiter geht, weiter, 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 also in die Breite, dann solltet ihr weiter Zunahmerunden machen. Und da rate ich euch auch an, alle 9 Runden eine Zunahmerunde zu machen. Die findet, so wie wir es bislang gemacht haben, einmal in einer Popcornmaschenrunde statt und einmal in einer normalen Luftmaschenrunde. Und dann könnt ihr so eine Art Trompetenfigur für das Kleid oder für das Shirt entwickeln. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte das so gerade runter haben, dann häkelt ihr ab sofort keine weiteren Zunahmerunden mehr, sondern häkelt einfach nur abwechselnd immer diese Runde einmal mit Popcornmasche, mit 3 zusammen abgemaschten Stäbchen und danach diese Luftmaschenrunde. Das könnt ihr für euch dann ja überlegen, was euch besser gefällt oder was ihr lieber haben möchtet. Und ich häkle jetzt erstmal weiter. Genau in diesem Rhythmus immer diese beiden erklärten Runden nacheinander abwechseln. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, wie ihr seht, habe ich entsprechend vorgearbeitet und bin jetzt hier am Anfang von Runde 69. Ich habe die Variante gewählt mit dem Trompetenschnitt, also nicht gerade herunter, sondern dass es an den Seiten immer weiter wird, je tiefer das Ganze geht. Und deshalb jetzt bei Runde 69, dass ich beginne, die Borte oder den unteren Rand zu häkeln. Ihr müsstet bei euch schauen, wenn ihr ganz besonders eben auch für andere Größen häkelt oder mit einer ganz anderen Lauflänge häkelt, als jetzt hier mit meinen 800 Metern, wie viel Garn habe ich noch übrig, um dann eben noch die Borte zu schaffen? Und ich bin jetzt hier, dass ich schon 1 oder 2 Runden gehäkelt habe, wo hier nur noch von der vorletzten Farbe ein Faden da ist. Und spätestens, wenn ihr diesen Bereich erreicht habt bei so einem Bobble, wo von der vorletzten Farbe nur noch ein Faden übrig ist und ansonsten nur noch von der allerletzten Farbe 3 Farben schon da sind, dann ist ja nicht mehr viel Garn da. Und dann solltet ihr auch wirklich mit eurer Borte beginnen oder mit eurem Abschlussrand oder euren Abschlussrunden. Und ich beginne hiermit mit einer Luftmasche und häkel hier in diese Dreier-Popcorn-Masche eine feste Masche hinein. Und diese Runde wird komplett so gehäkelt. In jeden Dreier-Luftmaschenbogen, der direkt hier nachfolgt, 3 feste Maschen. 1, 2, 3. In jede feste Masche der Vorrunde wird auch eine feste Masche gehäkelt. Und in jeden 5er Luftmaschenbogen der Vorrunde werden 5 feste Maschen gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier in die nächste feste Masche wieder eine feste Masche und so ringsherum. Also in jeden 5er-Bogen 5 feste Maschen, dann in die festen Maschen natürlich auch eine feste Masche und in die 3er-Bögen 3 feste Maschen und in jede Popcorn-Masche, 3er-Popcorn-Masche wird auch eine feste Masche gehäkelt. Also durchgehend immer feste Maschen häkeln. Und das häkele ich jetzt erstmal vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, und ich bin jetzt hier wieder am Anfang angekommen.
steche in die erste Masche ein und häkle eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Runde. Wir starten mit 3 Luftmaschen, stechen in die unterste ein und häkeln eine Kettmasche, sodass es ein Picot wird. Überspringen dann eine Masche, stechen in die nächste ein und häkeln eine Kettmasche. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. In die erste hier unten einstechen und eine Kettmasche häkeln. Dann hier unten eine Masche überspringen, in die nächste einstechen und eine Kettmasche. Und dann immer weiter. 1, 2, 3 Luftmaschen. In die unterste einstechen, eine Kettmasche häkeln. Hier unten eine Masche überspringen, in die nächste einstechen, eine Kettmasche und das die komplette Runde lang. Und wenn ihr dann die letzte Kettmasche gehäkelt habt, so wie ich bereits das getan habe, könnt ihr den Faden abschneiden. Auch das habe ich in der Zwischenzeit getan. Und dann häkelt ihr nur noch eine Luftmasche, zieht den Faden durch und fest an. Und dann geht es einfach nur noch darum, die Fäden zu vernähen. Und hierfür kommt dann jetzt die Wollnadel ins Spiel. Und ich mache jetzt hier nochmal einen Doppelknoten, damit der Faden auch wirklich fest sitzt. Dann drehe ich das Ganze auf die Innenseite und dann wird der Faden einfach durch mehrere Maschen hindurch gefädelt. Einmal hin und dann noch wieder zurück. Und wenn ihr das so 2 bis 3 Mal hin und her gefädelt habt, dann seid ihr so weit, dass ihr den Faden abschneiden könnt. Und das Gleiche macht ihr dann auch nochmal mit dem Anfangsfaden. Und da auf der Oberseite ja nur Luftmaschen und diese Stäbchen, Grüppchen, diese Popcornmaschen entstehen oder oben zu finden sind, würde ich dann immer durch so eine Popcornmasche hin und her fädeln. Die gibt dann den besseren Halt, als wenn ihr das ausschließlich durch die Luftmaschenkette macht und oder durch die Luftmaschenbögen. Und dann seid ihr fertig und habt ein wunderschönes Shirt oder wahlweise Kleid gehäkelt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und vielleicht habt ihr Lust, dieses Kleid oder wahlweise Shirt nachzuhäkeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!